Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Cyberpunk 2077. Ja, fassen wir nur kurz zusammen. Wir haben einen Terroristen bei uns im Kopf drinne, unser bester Kumpel ist gestorben und wir haben keinen Job mehr und liegen an Sterben. Wir haben noch wenige Wochen zu leben. Sehr schön, aber hey, Hauptsache erstmal die E-Mails checken, das machen wir doch am besten mal gleich. Nachrichten, überfällige Miete, das sieht ja mal sehr interessant aus. Mega-Medikamente, das sieht nach Spam aus und ich glaube, wir haben uns gerade einen Trojaner runtergeladen. Da haben wir uns bestimmt jetzt ein paar Viren runtergeladen, das sieht ja sehr interessant aus. Und hier, ach hier, Malware, ja wunderbar, alles drum und dran, Banküberweisungen, alles komplett hinüber. Sehr schön, das bedeutet, wir werden ab morgen auf der Straße leben, wunderbar. Oh. Takemura hier, wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Ja, geht klar, ne? Tom Steiner, willkommen. Oh, immer noch ein bisschen Kopfschmerzen, alter Schwede. Oh, wie das ballert. Oh. Mega-Gebäudeverwaltung. Ja, bitte, was gibt's? Nachricht lesen. Oh, sehr schön. Auto, unser Auto wurde ab. Oh ja, sehr schön. Hol unser Auto ab. Tja, ich lebe noch. Hatte Ärger. Das Übliche. Aha, dann willst du dein Arsenal aufstocken, ja? Na, zeig mal. Zeig mal her. Ich hab zwar eigentlich gerade übelst die fetten Waffen, aber wir können ja gerne mal gucken. Das Zeug, das gefällt mir. Okay, ja, an sich. Ja, aktuell bin ich mit dem, was ich habe, zufrieden. Oh, warte mal, im Messer. War zu teuer. Willst du mich ver... Das ist doch ein nackter Straßenraub. Tschüssi. Oh, so teuer. Alter Schwede. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt. Und in extrem... Als Reaktion auf erhöhte Gangaktivität hat der... Hallo, ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich... Oh, Mama Wells. Moment, die Mutter von Jackie Wales? Oh, soll ich vielleicht mal... Ja, mit der setzen wir uns mal in Verbindung. Ich rufe sie nachher zurück. Machen wir jetzt sofort, wir rufen sie jetzt sofort zurück, die Mama. Lass eine Mama niemals warten. Mama Wells. Mama Wells, anrufen. Schön, dass du anrufst. Endlich. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Mein Sohn ist tot. Aber ich komme schon klar. Wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen? Jesu Christopi, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Chiquito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Ich komme. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komme vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt.
Alles klar, dann holen wir unser Auto aus der Garage und begeben uns mal direkt zur Beerdigung. Da ist mein Auto. Ah, mein wunderschönes Auto. Oh, sieht so wunderschön aus. Das ist der Night Ride. Oh, herrlich. Oh, ich kann den Kofferraum öffnen. Hallo? Hab ich da eine Leiche drinne? Oh, schade. Na denn, auf zur Beerdigung. Mann! Alter, was war das denn? Hallo? Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Alter, was war das denn gerade? Ey, der Typ hat mein Auto kaputt gemacht. Obwohl, ich könnte theoretisch auch da einbrechen. Oh, warte, oh, was haben wir denn hier? Entschuldigung nochmal, die Demon Corporation möchte Sie herzlich in Ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Oh, klingt doch gut. Ja, damit. Wie weit sind die Schlüpfer entfernt? 45 Meter, wie bitte? Ah, ich muss die Garage verlassen, okay. Aber ich brauche erstmal ein Auto. Gebt mir ein Auto. Ich brauche erstmal einen fahrbaren Untersatz. Naja, Mann, das ist jetzt kaputt. Nehme ich mal einen neuen. Oh, das Radio, das ist ja, was ist das für eine Mucke? Gab's nicht mal irgendwas mit übelst Heavy Metal? Gib mir. Warte mal, was? Das ist Heavy Metal, sehr schön. Danke! So, Radio wechseln, wunderbar. Hier gibt's ein Mobquartier, wir holen uns ein neues Auto. ...1,4 Kilometer, okay, wo findet die Beerdigung statt? Weil da mache ich das, was näher dran ist. Blablabla, Journal. Das, was am nächsten dran ist. Heroes, bei der Beerdigung, okay. So. 2,2 Kilometer. Mach scheiß drauf. Ich habe erstmal ein Auto, das reicht aus. So, auf geht's. Aus dem Weg der Wahnsinnigen. Ich muss zur Beerdigung. Warte, war das nicht gerade die mit dem Penis? Moment, muss ich kurz mal zurück. Egal, weiter. Ich will jetzt nicht nochmal Frauen. Egal, wir müssen erstmal hier zur Beerdigung. Ich hab's versprochen. Auf geht's. Ich glaube, ich werde das mal kurz cutten. Bis gleich. Ach, was will der Typ hier? Okay, deinem Worten Gottes Gehörgang. Erstmal zur Beerdigung. Und da ist der nächste Idiot. Moment, das ist der Typ, den man hier bei diesem einen Straßenkit-Tutorial trifft. Das ist ja interessant. Also begegnen wir so oder so jetzt hier den ganzen wichtigen Leuten nacheinander. Wird mir gerade irgendwas angezeigt? Na, scheiß drauf. Komm, wir gehen. Wir fahren jetzt noch zur Beerdigung. Komm, Prioritäten. Na, bitte, sind wir ja. So, Beerdigung, ich komme. Ich muss meinem besten Freund die letzte Ehre erweisen. Der Billardtisch muss noch weg. Echt? Der ist sau schwer. Hola. Schön, dich zu sehen. Oje, setz dich. Setz dich. Willst du ein Bier?
Danke, nein. No hay bronca. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ich komme klar. Ich komme irgendwie klar. Irgendwie. Du hättest zum Essen vorbeikommen können. Nuestra casa es tu casa. Aber okay. Das ist Vergangenheit. Ich bin gerade dabei, eine Offrenda vorzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Eine Offrenda? Was ist das denn? Freunde und Familie versammeln sich, um die Toten und unsere Erinnerungen an sie zu feiern. Wir geben ihnen mit auf den Weg, was ihnen im Leben wichtig war. Bier wäre bestimmt weit oben auf Jackies Liste. Und Bier wird's auch geben. Ich könnte doch helfen. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, recht. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen, aber... Ich meine, richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, Niño. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage seine Vergangenheit. Findest du alles dort. Seine Garage? Fragezeichen? Ja, das ist jetzt... Ja. Jackie hat eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, mijo. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden, nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Danke, Mama Wells. Ach, schon gut, wie. Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. Na, man fehlt eh gerade ein Fahrzeug. Also quasi, mein altes Auto wurde ja gerade kaputt gescheppert. Da muss ich ja jetzt mir neues besorgen. So. Ivy. Misty, du hier? Sitzt du hier ganz allein? Ist nicht gerade das sicherste Viertel der Stadt, Misty. Ich habe schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht skippen, tut mir leid. Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber... Ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen? Wo? Ja. Überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein, aber er hat so gemeint. Da bin ich sicher. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Wie hast du ihn erlebt? Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Dass er eine Kugel für mich fangen würde. Selbst wenn er dabei drauf geht. Die Worte eines echten Haywood-Jungen. Ein Mann mit Träumen. Zielen. Und jetzt haben die ihn das Leben gekostet. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Wieso bist du hier draußen? Hab keinen Schlüssel. Jackie hat dir nie einen gegeben? So weit wart ihr noch nicht? Wollte er. Aber mir war es wichtig, dass er seinen eigenen Rückzugsort hat. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war.
Showroom, aber... Hattet ihr nicht noch Motorrad irgendwie gehabt? Da nicht reingehen, wie? Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Warte mal, wer bin ich als Tisch? Der hat doch ein Motorrad gehabt, ne? Und ich brauche gerade ein neues Auto, Fahrzeug. Also, wie wär's denn damit? Schau, ich mit seinem Motorrad. Ach, was nicht da steht. Schade. Oh, doch, da. Oh, hohoho. Ein schönes Stück Metall und Mechanik. Er war so glücklich. Oh ja, das war er. Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, hm? Natürlich. Das sind Sammlerstücke. Werden nicht mehr gedruckt. Mhm, klar, nur deshalb hängen die da. Noch voll. Seine Lieblingssorte. Seine hat strategische Moment, Reserve. Ball? Nicht anfassen. Warum nicht? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica? Bah. Ach so. Hallöchen. Basketball, signiert von Dante Gonzales. Kam auch aus Haywood. Jeder hier hat gespielt, aber Dante hat sie alle alt aussehen lassen. Ich glaube, er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Mhm. Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Das hängt dir sicher seit 2020. Ja geil, 2020 haben wir jetzt aktuell. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hm? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer. Verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Wo er recht hat. Was haben wir denn hier? Er hat gern an Motoren gebastelt. Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. Der Basketball, das wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Aber was haben wir denn noch in der Man Cave? Oh, wem die Stunde schlägt. Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Er meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Ofrenda. Oh, schwierig. Was nehmen wir denn? Basketball oder... Oh, was ist von denn da? Verschlossen. Was da wohl drin ist? Seine Höhle. Da hat er geschlafen. Ein anderes Schloss? Sehen wir uns um. Vielleicht ist der Schlüssel hier irgendwo. Gute Idee. Wo hat er den Schlüssel hingetan? Oh, Schlüssel gefunden. Ha. Gefunden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Boah. Puh. Lange Geschichte. Hey, alles okay? So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht? Das hab ich wohl. Es ist schön. Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Was haben wir denn hier drin, ne? Bisschen Geld braucht er eh nicht mehr, er ist ja schon tot. Was ist das denn? Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sein Fisch? Zwerghai. Echt winzig. Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Glaub kaum, dass er den gekauft hat.
Ein B-Aquarium. Okay, ja, schon gescannt. Beach-Protokoll, Hallöchen. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man hält. Tut mir leid. Gib her. Können wir nicht einfach so drauf zugreifen? Warte mal, wir gucken mal. Was haben wir denn da? Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hat ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Weil sein Vater zurückkommt. Was haben wir hier noch? Oh, Munition. Guck mal. Nee, Foto, warte mal. Foto, zeig her. Hübsches Foto. Munition. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Jesus de Abajo. Dem Gründer von Sensson Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Schwierig. So, wie machen wir denn das? Ich brauche... Data Mining groß. Okay, warte mal. Das bedeutet, ich brauche erstmal irgendwas mit E9. E9 haben wir hier, okay. EC und dann nochmal EC. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Pass auf. Das hier. Das hier und das hier. Perfekt. Ich glaube, so wird gehackt. Wunderbar. Complete. Sehr schön. Habe ich noch ein bisschen Geld für ihn abgehoben. Ja, wunderbar. Gut, ich weiß jetzt, wie Hacken funktioniert. Ich habe gerade ein bisschen geübt daran. Es funktioniert. Alles klar. Gut. Wir brauchen jetzt was. Der Tequila, was niemand hier Schönes. Den Gürtel. Was soll ich denn bitte hier nehmen? Guck mal hier, wir haben einen verdammt großen Ausblick. Wir haben ein Buch, er hat es immer gelesen. Ein Basketball, also ich würde tendieren zum Basketball. Oder zum Gürtel vielleicht. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich würde mich dann für den Tequila entscheiden. Nicht, oh, saufen, das war schon wichtig für den Mann gewesen. Na komm. Die nehme ich. Ja. Perfekt für Jackie. Okay, du hast etwas für die Ofrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Also kann ich noch mehr mitnehmen oder wie oder was? Na, ich weiß nicht, könnt ihr ja einfach mal alles einsammeln, mal gucken. Das würde doch passen. Ich sammle einfach mal alles ein, mal gucken.
Ach ja, typisch Jack. Weil jetzt mal, also ich kann einfach mal alles mitnehmen und mal gucken, was ich dann da der Mutter um die Ohren pfeffere, ne? Die Gürtel nehme ich auch mal mit. Ein echtes Andenken. Ach, dazu kommt der Kommentar, ein echtes Andenken. Oh. Das muss Jackies Vater sein. Oldschool-Gänger. Valentinus natürlich. Kanntest du ihn? Nur vom Hören sagen. Hat bei Jackie aber nicht gerade schöne Erinnerungen geweckt. Mhm. Nicht gerade schöne Erinnerungen. Okay, vielleicht soll ich den Gürtel jetzt nicht unbedingt abgeben, aber es ist schön, ihn dabei zu haben. Gut, gut, gut. Ich sagte, wir müssen uns noch ein bisschen umgucken, aber ich finde, ich habe hier alles bereits eingesammelt. Was ist das Mandala? Ich würde das doch zu gerne mitnehmen wollen. Wer ist mit deiner letzten Spritztour? Du und ich? Na egal. Lass uns gehen. Raus hier. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama Wes will mich eh nicht da haben. Na komm. Was ist zwischen euch vorgefallen? Wo liegt das Problem? Sagen wir, sie sieht mich nicht als Schwiegertochter tauglich. Was hat sie denn gegen dich? Ich heiße nicht Camilla und bin nicht Jackies Ex-Output. Camilla war Mama Wells Liebling. Aha. Komm mit, Misty. Es ist ein gutes Recht. Ich will Mama Wells nicht im Weg sein. Das ist für die Familie. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Danke, Vi. Also, gehen wir? Klaro. Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Klar. Einmal habe ich es sogar ver... Wir sehen uns echt? Dann Coyote. Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins Flugzeug nach Nepal. Dort wollte ich bleiben. Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Sympathisch, ne? Naja, ich hätte dich auch mit einem Auto mitgenommen, aber gut, wenn es hier gleich um die Ecke ist, dann passt das ja. Wenn irgendwelche Idioten quer kommen, ich habe hier haufenweise schwere Waffen bei mir. Die sind dann kein Problem für mich. Puss hier über den Haufen. Mann, hier müsste jemand mal die Müll entsorgen. Mein tiefes Beileid. Er war ein guter Junge. Das Glas auf oder mehrere. De acuerdo. Das werde ich. Mama, ich hab hier was. Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte. Jackie. Oh Mensch. Er war ein Held. Na gut. Hey, wie? Dach. Kennen wir uns? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war, oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde dreimal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinos-Ring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descansa en paz, mi hijo.
Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Noch jemand? Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Mein Job war es, ihn und seine Schmuggelware über die Grenze zu fahren. Er hatte geklautes Zeug von Arasaka gekauft. Eine super geheime, super wertvolle Eidechse. Ich weiß noch, wie er sagte, dass ich aus einer Gegend komme, wo alle zur Familie gehören. Also, er auch. Jackie Wells. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. War er bereit, dafür zu sterben? Er sagte einmal, Brother, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Für seine Lieben hätte er sein Leben gegeben. Und das ohne zu zögern. Aber das Wichtigste, alle hielten Jackie für den lächelnden Charmeur, der in allem und jedem das Beste sah. Sie hatten Unrecht. Jackie Wells war ein ehrgeiziger, hartnäckiger Typ, dessen Tatendrang ihn am Ende das Leben kostete. Aber er hat im Leben immer getan, was er gesagt hat. Auf der Suche nach Ruhm und Ehre und dabei nicht mal ansatzweise erfüllt von Angst. Oh, schwierig, ne? Ah, ich überlege schon hier. Er hat vor niemandem Angst, das stimmt. Oh, schwierig, was soll ich nehmen? Es stimmt aber auch, er hatte vor niemandem Angst. Das Buch hat er vor jedem Einsatz gelesen. Oh, eins von beiden. Schwierig. Es stimmt aber, komm, Buch. Komm, wir machen das. Wenn du als Junge in den Krieg ziehst, hast du große Illusionen von Unsterblichkeit. Nur die anderen sterben, nicht du. Diese Illusion verlierst du erst, wenn du verwundet wirst. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Por mi hijo. Danke für deine netten Worte, Vi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein.
Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist ein guter Mann. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Ganz sicher? Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur einen Kratzer abkriegt. Dann zerkratzt es eben nicht. Ich brauche ein neues Fahrzeug. Mein altes ist kaputt. Her damit. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Haha. So, sprechen wir mit den anderen Gästen. Okay. Das hier ist eine Beerdigung. Wir reden hier mit den ganzen Leuten. Ganz wichtig. Wer ist denn das hier? Ich vermisse ihn. Mierda. Jetzt schon. Fang jetzt nicht mit sowas an. Nicht heute. Ich auch, Capran. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywards. Das stimmt. Er war ein guter Mann. Ich muss weiter, Vic. Klar, wir sehen uns, Vic. Hey, du! Trinkst du mit uns? Auf Wellness. Si, Senor. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota. Hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Ich glaub, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie? Hab von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Companiero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Saufen. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Lieber nicht, aber danke. Er weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt! Vamonos! Nee, ich muss noch mit ein paar Leuten reden. Für Yakito? Komisch. So ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich dreh mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Moment mal, das ist doch die Bar, wo wir hier als Straßenkind starten. Okay. Weiter saßen wir hier auf der Seite. Wir saßen hier auf der Seite. Ist gut. Zuhören ist ein Talent, weißt du? Konzentrier dich jetzt, okay? Ist gut, dass du hier bist. Gerne. Das hätte er so gewollt. Jackie. Amen, Bruder. Amen. Boah, ich verstehe auch, ich muss nachher noch Motorrad fahren. Oh. Folgendes. Ich habe bereits alle Tutorials, alle Intros gespielt. Bei den Straßenkind-Tutorial, da startest du hier, genau auf den Hocker und startest genau in diesen Spiegel da. Alter, so klein ist die Welt. Bartele. Das ist, Bartele ist ein Typ, den begegnet man auch beim Straßenkind-Tutorial. Der ist draußen beim Auto gewesen und hat einen von A nach B gefahren. Das ist er. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Rede mit ihm. Der also beim Straßenkind-Tutorial hat der einen super freundlichen Eindruck gemacht. Verabschiedest du dich hier von einem, der dein Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Also. Was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war, aber ich denke, Jackie war es. Jackie, kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte, als sein Vater ging. Und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, wie? Ich kannte ihn ziemlich gut.
Wie laufen die Geschäfte so? Das ist nicht der Ort für Geschäftliches. Zeig etwas mehr Respekt. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Gut, verlassen wir die Bar. Aber ja, hier starten wir das Abenteuer, wenn wir als Straßenkind starten. Das ist interessant. Hier, genau. Hier setzen wir uns hin und dann ist da ein Typ mit der Zeitung, der uns einen Auftrag gibt. Genau. Ey, guck mal an, so klein ist die Welt. Guckst du mal kurz? Ja, doch, Kabel steckt. Okay, alles gut. Verlassen wir die Bar. Ich habe mit deinen gesprochen, raus hier. Uah. Mission abgeschlossen, wir holen uns das Motorrad. Wir holen uns das Motorrad von ihm aus der Garage, genau. Weißt du, wir haben keinen Fahrbahnuntersatz, wir brauchen dringend einen Fahrbahnuntersatz, also passt das. Oh, was haben wir denn hier? Nee, lass gut sein. Aber schön, ja, der Traualtar ist immer noch hier aufgereiht. Ach ja. Jackie, ich hole mir jetzt dein Motorrad. Was haben wir denn hier noch? Handfächer. So, auf zum Motorrad, los geht's. Ich brauche ganz dringend neuen Fahrbahnuntersatz. Wie jetzt? Ich komme nicht rein. Das war doch Jackies Garage, nicht wahr? Oh, dafür kann ich mir... Geil! Also quasi, ich brauche jetzt nicht immer zur Garage laufen, sondern ich kann einfach mit der rechten Pfeiltaste mir das Auto direkt herrufen. Das ist gut. Also, wir machen das doch mal gleich. Gib her. Komm her, mein Kleines. Es entfernt sich von mir. Was soll der Mist? Pass auf, ich gehe da auf die Straße. Pass auf, warte mal. Oh, warte, hallo. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Einen Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Sicher, Kapitän. Jetzt hole ich mal erstmal mein Motorrad ran. Hol. Motorrad, wo bist du? Ah, da ist es ja. Jackies Hobel. Na, ja, da wollen wir mal. Oh ja, Motorrad. Oh, das ist geil. Das ist ein geiles Gefühl. Oh! Alter, leck mich fett. Das ist geil. Alter, das Fahrgefühl, das ist geil. Holen wir noch ein paar PS da raus, komm. 150, komm, gib mir 150, ja. Wie schnell kannst du noch? 160? 170, komm. Wir brechen die Schallmauer. Ja. Ja. 180. Ah, nicht ganz, okay. Oh. Oh, was war das denn? Okay, das sah seltsam aus. Okay, aber geil, wie sich das lenkt. Das ist ja Hammer. Und das wäre die Frau mit dem Penis. Die kommt irgendwie in jedem meiner Videos vor. Naja, Badeanzug und die hat einen Penis drunter. Okay. Ach, wer will noch was von mir?
Lang, lang ist's her. Wakaku Okada, die Herren von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Santa Dossett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Okay, mal gucken, was wir machen werden. So, hier sind wir beim Afterlife. Folgende Sache, und zwar die Barkeeperin hat hier mal erwähnt, dass man, wenn man stirbt, dann bekommt man dann einen Cocktail, beziehungsweise dann wird ein Cocktail nach einem benannt. Gucken wir uns das nochmal an, ob das so stimmt. Weil Jackie wollte ja als Cocktail verewigt werden. Wir gucken uns das mal an. Ich glaube, das ist es. Ey, das klappt ja wirklich. Mein Schuh hat einen Platz auf der Karte verdient. Der große Schuh mit dem Duft. Hab ich gehört, mein Bein. Erinnerst du dich an seinen Drink? Da auf eins. Die Mettenser. Ginger. Mein Schuss. Ganz genau. Und den Drink nennen wir den Jackie Wells. Und der erste Jackie Wells geht auf mich. Danke, das ist richtig geil. Okay, da haben wir doch mal Jackie Wells nochmal die letzte Ehre erwiesen. Jetzt gibt es offiziell einen Jackie Wells zu bestellen. Nach ihm wurde ein Cocktail benannt. Wie geil ist das denn bitte? Ja, okay, gut. Das ist ziemlich hart. Ich muss erstmal verkraften, dass Jackie Wells gestorben ist. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde.